dann freue ich mich, Sie alle hier begrüßen zu dürfen zu unserem heutigen Pressegespräch vor dem Pokalspiel morgen Abend beim VfL Bochum. Hier zu begrüßen wir unseren Cheftrainer Konrad Fünfstück. Vorab noch die Information, dass wir für die Partie morgen 1600 Karten an unsere Fans verkauft haben. Also bis zu 2000 FCK-Fans in Bochum an dem Dienstagabend. Damit rechnen wir. Und zudem hat der DFB auch gerade den Schiedsrichter bekannt gegeben. Günther Perl wird die Partie in Bochum morgen leiten. Conny, Bochum, da haben wir schon in der Liga gespielt. Jetzt geht es nochmal im Pokal hin. Wie schätzt du die Partie ein? Wie ist die Lage vor dem Spiel? Ja gut, VfL Bochum ist ja an uns sehr bekannter Gegner. Wir haben ja zu meiner Premiere in Bochum schon gespielt. Ich denke, es hat sich daran nichts geändert, dass der VfL Bochum dieses Jahr sicherlich mit zu den stärksten Mannschaften der Liga zählt. Sie haben zwar jetzt auch eine Serie gehabt von zwei Niederlagen gegen Leipzig hier und das unglückliche Spiel gegen FSV Frankfurt. Nichtsdestotrotz, diese Mannschaft vom VfL steht zu Recht in der zweiten Liga ganz vorne. Wir spielen in Bochum und wir wissen, wie hektisch das dort ist. Wir wissen auch, wie schwer Bochum zu bespielen ist. Trotzdem freuen wir uns jetzt auf das Spiel, denn ich glaube, jeder kann sich vorstellen, dass die letzten zwei Tage nicht einfach waren für uns. Berechtigt nicht einfach, denn alles, was auf uns da eingeprasselt ist, an berechtigter Kritik, müssen wir so akzeptieren. Da gibt es auch nichts schön zu reden. Und deswegen ist es das Beste für uns, dass wir gleich wieder die Möglichkeit haben auf Wiedergutmachung, dass wir in Bochum anders auftreten und das Gesicht der ersten drei Spiele zeigen. Ja, vom Personellen ist es so, dass der ein oder andere Spieler vom Spiel gegen den KSC kleinere Blessuren davon getragen hat, wo wir alles dran setzen werden, die so hinzukriegen, dass wir gegen Bochum eine Mannschaft aufs Feld schicken werden, die da ihre Leistung abrufen kann. Wir haben wenig Zeit. Die Zeit müssen wir sinnvoll nutzen, insbesondere der Regeneration. Wir wissen, dass das Spiel hier gegen Bochum sehr, sehr laufintensiv wird. Und insbesondere diejenigen, die jetzt in Karlsruhe nicht gespielt haben oder nur wenig gespielt haben, hatten gestern Abend mit mir Training.